Pflichtest du mir bei, Basti, dass die wohl bekannteste Kunstlaune Primal Loft ist? Ja, absolut. Und was ist Primal Loft und was bringt mir das als Bergler? Primal Loft ist im Gegensatz zur Daune. Daune ist ein natürlicher Isolations- oder natürliches Isolationsmaterial, ein tierisches. Mhm. Und die Primal Loft Faser ist eine Kunstfaser. Mhm. Und diese Kunstfaser hat viele Vorteile, unter anderem ein leichtes Gewicht. Sie ist beständig gegen Feuchtigkeit, also Wasser macht ihr nichts aus. Und sie ist sehr, sehr warm. Wenn du dich morgen entscheiden musst, nehme ich eine Kunstfaser oder nehme ich eine natürliche Daune? Wie machst du es immer? Es kommt ganz darauf an, in welchem Bereich du das brauchst. Ob du das jetzt am Berg, in der Freizeit nutzt und so. Nehmen wir an, morgen hat es 10 Grad am Berg oben. In der Früh ist es noch ein bisschen frisch. Tagsüber wird es ein bisschen wärmer. Zu welcher Jacke greifst du? Würde ich auf jeden Fall eine Primal Loft Jacke nehmen. Mhm. Ja. Zufällig haben wir eine da liegen. Genau, das ist jetzt zum Beispiel die Jacke von CMP. Mhm. Die hat jetzt eine Primal Loft Füllung und isoliert dadurch sehr, sehr gut. Ist sehr warm, sehr leicht. Hat also viele Vorteile, die du am Berg einfach brauchst. Mhm. Das heißt aber, die Kunstdaune ist jetzt in der ganzen Jacke überall gleich verteilt? Nee, da eben nicht. Die hat jetzt zum Beispiel eine Hybridkonstruktion. Das heißt, auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist es stärker wattiert, um schön warm zu sein. Hast aber hier unterm Arm und an der Seite eine zweite Zone, wo die Jacke nicht so gut isoliert ist, dass du dort einfach schöner stehen kannst und auch einen Bereich hast, wo zum Beispiel du mehr Wärme abgeben kannst, dass dir auch das nicht zu warm wird in der Jacke, wenn du so anfängst zu schwitzen. Mhm. Und was hat das für einen Grund, dass die Nähte so schräg sind? Gibt es da einen Grund dafür? Dass die Wattierung dort bleibt, wo du sie brauchst. Mhm. Das ist einfach, sind verschiedene Zonen und in diesen Zonen ist dann die Wattierung verteilt. Mhm. Hört sich gut an. Was für Vorteile bietet mir die Jacke als Käufer, als Nutzer sonst noch? Sie hat eine PFC-freie Beschichtung, also sie ist wasserabweisend, also so einen leichten Regenschauer und so hält sie schon aus und hast da einfach eine sehr, sehr gute Jacke, die in vielen, vielen Bereichen dich schützt, dir hilft am Berg, dass du warm bleibst, dass du einfach ein gutes Gefühl hast. Mhm. Kann ich die Jacke auch in der Stadt anziehen oder mit den Kindern im Tierpark oder ähnliches? Geht es genauso oder ist die nur alpin-hochalpin? Nein, das ist eine Jacke, die kannst du überall gut tragen. Die ist auch sehr, sehr schön im Alltag zu tragen, weil sie eben durch die Primal Loft Faser eine sehr, sehr leichte und komfortable Jacke ist. Bist du überzeugt von dem Produkt? Absolut. Dann hilft nichts, dann müssen wir morgen mit der Jacke auf den Berg gehen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann hilft euch euer Sport 2000 Händler in der Umgebung sicherlich und gerne weiter.